Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für was Schnelles. Es ist halt ein Nachtisch. Und ja, das kann man ja auch immer so bei Vapiano oder so kaufen. Aber ich finde, das ist schon auch ganz schön teuer für die kleine Portion, die man da bekommt. Und aber ich liebe, ja, Panna Cotta. Panna Cotta bedeutet ja eigentlich nichts anderes als gekochte Milch. Und ja, das will ich jetzt heute im Thermomix machen. Das kann man auch ohne Thermomix machen, auf alle Fälle. Hier ist es natürlich gut, ich brauche da nicht dabei stehen und immer rühren, weil es geht ja darum, halt die Sahne zu kochen. Und ja, das geht natürlich nicht, ohne da die ganze Zeit zu rühren, weil sonst würde es ja anbrennen. Und da bin ich sowieso nicht gut drin. Da habe ich ja immer nicht so die Geduld. Also deswegen, ich mache es jetzt heute im Thermomix, aber kann man natürlich auch im Topf machen. Und da kommt rein 400 Gramm Sahne. Da brauche ich auch nicht viel abmessen. Das sind 200 Gramm. Minus der 5 Milliliter, die ich hier schon wieder rumgesaut habe. Das ist ganz wichtig. Also 400 Gramm minus dieser 5 Milliliter. Und 50 Gramm Zucker. In dem Rezept steht, also das ist ein Rezept aus der Rezeptwelt. Und da steht man. Also sie würde weniger nehmen, aber ich weiß, also ich bekomme morgen Besuch und deswegen mache ich es nämlich heute auch schon. Und die mögen Zucker, also die mögen süß. Und deswegen, ja, und so ein Dessert muss ich sagen, das esse ich schon auch süß. Gehe ich in die Vollen und nehme wirklich die 50 Gramm. Jetzt habe ich schon den Deckel drauf getan. Das war natürlich verfrüht, denn. Das Wichtigste, das pure Gold. Wenn ich jetzt so Effekte hätte, würde ich jetzt hier so Effekte machen, habe ich nicht. Deswegen glaubt es mir einfach von den Preisen her. Vanilleschote, pure Gold. Habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen darüber, dass die Bauern, die das anpflanzen, ihre Felder mit Maschinenpistolen bewachen mittlerweile. Weil Vanilleschote einfach dermaßen kostbar ist. Ne? Woran es liegt, ich weiß es nicht. Ja, und ich stelle jetzt ein hier 15 Minuten auf 90 Grad. Also es steht da zwar gekochte Milch, also Panna Cotta, gekochte Milch, aber 90 Grad sollte da wohl reichen. Und das auf 3 Minuten. Und ich brauche jetzt hier nichts machen. Also würdet ihr es im Topf machen? Ja, dann muss man die ganze Zeit immer mal wieder rühren. Ne? Aber ist ja auch kein Problem. Viertelstunde geht natürlich. Ich bereite mir schon mal vor, 3 Blatt Gelatine. Ich weiß, Gelatine ist nicht vegetarisch. Aber, also ich sage ja auch, also ich esse ja zum Beispiel auch Fisch. Ich bin kein Vegetarier, ich esse einfach nur kein Fleisch. Ne? Und. Ja, natürlich könnte man das mit Agar-Agar auch machen. Ich habe das aber noch nicht probiert. Ich werde das mal ausprobieren. Oder Agatini irgendwie so. Es gibt ja da mehrere Sachen. Ich werde das auch wirklich mal ausprobieren. Wenn ich es mal nur für mich mache. Aber jetzt, wo Besuch kommt, mache ich es schon mit der Gelatine. Vor allen Dingen, die kommen, essen sowieso Fleisch. Deswegen, denen ist das sowieso allemal egal. Ja. Ich hadere ein bisschen mit mir. Ich habe das aber sowieso noch da, also das ist ja bereits angefangen. Ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist. Ach ja, ist im Juni 2018 abgelaufen. Ja, also so lang habe ich das schon. Wäre auch Verschwendung, das wegzuschmeißen. Und ja, wie gesagt, mit der Gelatine hadere ich noch ein bisschen. Und das wird sicherlich auch noch irgendwie, werde ich was finden, was das gut ersetzt. Also bei so Cremes und so habe ich ja eigentlich schon gute Erfahrungen gemacht mit Sanapat oder bei Sahne. Da ist auch Sanapat total super und das ist auch vegetarisch. Aber ja, hier bei so gekochten, ich weiß nicht, ob das da so gut funktioniert. Also ich werde da die Augen aufhalten und ich werde bestimmt auch noch mal was ausprobieren ohne Gelatine. Und wenn nämlich hier der Thermomix nur noch 5 Minuten anzeigt, dann werde ich die in kaltem Wasser einlegen. Also weil die soll 5 Minuten halt im kalten Wasser dann ziehen. Und
ja, deswegen, wenn hier nur noch 5 Minuten drauf sind, dann werde ich das erledigen. So, die Zeit ist jetzt rum, hat schon geplärrt hier. Jetzt wird die Gelatine natürlich gut ausgedrückt. Also das ist ja genauso, wie man das jetzt ohne Thermomix machen würde, würde man das ja genauso machen. So, und das wird jetzt nur noch kurz 15 Sekunden. Habe ich noch was empfehlen. 15 Sekunden. Und auf Stufe 3 wird das jetzt noch schnell verrührt. Na, 3? Na, ich wollte schon sagen, da muss er aber schneller werden für Stufe 3. Ich gehe mal kurz auf 4, damit es auch wirklich das... ja, da ist auch schon fertig, so schnell ging es. Ne? Da ich aber den nicht vorhandenen Braten auch nicht traue, noch mal ein bisschen hier fischen. Ne, das hat sich aufgelöst. Ich dachte nicht, dass jetzt hier noch so ein Glibber dann da drin ist. Also das wäre ja mehr als ekelhaft. Ich bin jetzt nur ein bisschen enttäuscht wegen der Menge. Da wir ja nichts verschwenden wollen, wie ich ja bereits sagte, und die Vanilleschote so teuer ist, ja, wird die natürlich aufbewahrt. Denn ich werde die jetzt gleich noch abspülen und dann auf den Zewa einfach drauflegen. Und dann kann das ein paar Tage trocknen. Und wenn die dann richtig durchgetrocknet ist, dann packe ich die wieder mit Zucker zusammen. Und dann gibt es einen ganz tollen Vanillezucker. So ist auch wirklich das Optimum rausgeholt. Und ich muss sagen, die Körner von der Vanilleschote, die sind jetzt auch hier drin. Also das hat schon gut geklappt. Ja, und ich werde das jetzt in 2 kleine Portionen teilen, weil mein Bruder kommt nämlich auch. Mein Bruder ist, was so Torten und Kuchen angeht, also der mag nur Spritzgebäck. Das mag ich gar nicht so gerne. Und als ich ihm das gestern, wir haben uns gestern gesehen, und als ich ihm das sagte, du, ich mache am Samstag Panna Cotta, da meinte er so, Sahne, deswegen mache ich doch auch keinen Kuchen. Ja. Aber er hat dann auch zugegeben, dass er schon ewig überhaupt nichts mehr in der Art überhaupt gegessen hat oder ausprobiert hat. Und deswegen mache ich ihm nur so eine ganz kleine Portion, dass er es einfach mal probieren kann. Und für meinen Vater halt auch, der darf sowas nicht essen. Und hier mache ich nur eine ganz kleine Portion, damit ich euch nämlich morgen sagen kann, wie es dann wirklich schmeckt. Ja, und für... Ja, meine Mutter und für mich, wir gehen natürlich in die Vollen, ne? Naja, aber hier, denen gönne ich auch noch was. Ja, also grundsätzlich, wenn ich jetzt wirklich 4 Leute zu, also wenn wir 4 Leute wären zum Essen, die da jetzt auch voll mit essen würden, dieses Dessert, würde ich auf alle Fälle mehr machen. So, da stelle ich nämlich jetzt schon mal hier zur Seite, dann kann das ein bisschen schon mal abkühlen, dann kommt nämlich gleich dann der Deckel drauf und kann dann in den Kühlschrank. Also ich liebe das ja, ja, wie schon öfter erwähnt, sowas vorzubereiten. Den Topf, den mache ich jetzt nur kurz noch wieder sauber, also nur kurz ausspülen. Und jetzt mache ich nämlich noch die Fruchtsoße, die dazukommen soll, die ist aber auch wirklich... Keine Zauberei, das kann man auch ganz normal im Topf machen, aber ich müsste jetzt extra einen Topf wieder einmanschen und ja, das macht der Thermomix dann hier, ja, nicht schneller und nicht besser, aber er steht sowieso gerade hier, also nehme ich. Ich nehme hier einfach jetzt ein Glas Waldheidelbeeren, die sind doch bereits gezuckert, also da mache ich jetzt auch keinen Zucker mehr dran und ein bisschen Flüssigkeit. Packe ich mir schon mal zur Seite. Die Früchte kommen hier rein. Und also ich stelle es jetzt ein mit 6 Minuten und auf 100 Grad. Und ganz wichtig, den Linkslauf, weil ich möchte das ja jetzt nicht ganz püriert haben. Und ja, so auf 1. Und da warte ich, bis der die 100 Grad erreicht hat. Und hier habe ich ja jetzt den Saft aufgefangen. Und ich will jetzt nicht, dass das wer weiß, wie steif dann wird. Diese, also es soll ja schon noch soßig bleiben.
Und deswegen nehme ich da wirklich jetzt nur so 2 Teelöffel, also gestrichene Teelöffel und verrühre das. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass das dann so ganz eine feste Spiegel wird, sondern es soll schon auch noch ein bisschen soßig sein. Und jetzt warte ich hier, bis ja, die 100 Grad erreicht sind, und dann wird das nur kurz da noch mit eingerührt. Ja, und das ist halt wie beim Pudding, dass es so ein bisschen andickt, ja, oder wenn man heiße Kirschen macht. Ja, ich kann ja erstmal wieder sauber machen. Ich weiß nicht, ich bin heute aber auch ein Schmutzchen, wie das hier aussieht. Nee. Und ich kann sagen, ich glaube, 4 Minuten eingestellt würde vollkommen reichen. Also bei mir ist jetzt 2,15 noch und er ist bei 98 Grad. Und da rühre ich das jetzt schon ein. Und ja, lass das jetzt vielleicht noch 1 Minute. Ja, also insgesamt 5 Minuten haben bei mir wirklich gut gereicht. Und das kann jetzt dann, wenn das kühl wird, dann wird das andicken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dadurch, dass es Linkslauf war, sind auch wirklich die Heidelbeeren noch ganz geblieben. Das ist ja auch schon mal schön. Und wie gesagt, wenn ich das, also jetzt, Panna Cotta ist sowieso noch nicht hart. Und wenn ich das jetzt direkt da drauf packen würde, ja, dann würde es niemals hart werden, glaube ich. Weil die Gelatine würde sich ja dann wieder immer auflösen. Ich weiß, also, und vor allem würde es ja jetzt sich dann total vermischen, und ich will es ja hinterher oben drauf machen. Deswegen lasse ich das getrennt voneinander jetzt abkühlen. Und es kommt dann auf den Kühlschrank, und morgen kommt das da drüber. Und ja, ich werde es euch dann zeigen. Es ist halt wieder ein Nachtisch, den man super vorher schon vorbereiten kann, sogar muss, weil wenn jetzt heute Mittag hier der Besuch käme, naja, ich weiß nicht. Das wäre sicherlich nicht sehr schmackhaft. Es ist jetzt ein paar Stunden später, also nicht über Nacht, sondern es ist jetzt wirklich nur ein paar Stunden später. Das ist schon hart geworden. Und was jetzt allerdings nicht so angedickt hat, wie ich dachte, ist die Soße. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso nicht, dass das jetzt knüppelhart wird. Aber ein bisschen eingedickter hatte ich schon gedacht. Also ich merke eigentlich gar nichts dran. Also da muss man sicherlich mehr Speisestärke nehmen oder hier so Puddingpulvertüte. Aber ich war mir da halt unsicher, und so ist es mir eigentlich lieber, als wenn es jetzt, wie gesagt, zu dick. Wer sich wundert, dass ich noch zerstrubbelter aussehe als sonst, mein Wasserhahn tropfte. Also da war irgendwie was, also ich hatte ja diesen schönen großen, und seit gestern war er undicht, und das ist ja auch ein Wunder. Ich habe gestern Abend um 10:30 habe ich mir diesen Wasserhahn bei Amazon gekauft. Also ich stehe nicht in Verbindung mit Amazon. Und heute Morgen, ich weiß nicht, 12 Uhr, Karma. Also, das ist schon. Also, so schnell hätte ich gar nicht einkaufen gehen können. Ne? Ja, und das hat mich aber schon 1 Stunde gekostet, dass ich jetzt hier. Ich musste auch alles wegräumen, die ganze Spülmaschine wegräumen, und danach kann man erstmal putzen wieder. Also, deswegen. Aber das ist genau richtig, und das kann ich mich belohnen hier mit diesem schönen Panna Cotta. Und das schmeckt super, super gut. Also, ich denke, was knackt denn da? Aber der Herr Muffel, der fühlt sich jetzt auch animiert, weil wenn ich hier mit so Handwerkszeug loslege, hat er auch nicht so gerne, muss er sich natürlich wieder verstecken. Ja, aber er hat heute auch schon viel draußen gesessen, denn heute ist der erste Tag, wo es so richtig toll warm ist. Ja, also ich werde mir das nämlich jetzt hier noch richtig schnabulieren, und dann ist für heute ja auch Feierabend. Naja, und ich habe meinen Nachtisch für morgen schon. Oh, Nachtisch, ist das nicht so popelig? Ich glaube, man muss sagen, ein Dessert, ne? Für morgen schon vorbereitet, und ja, aber das bisschen, das esse ich jetzt natürlich. Empfehlt es euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!